Willkommen aus Amsterdam. Ich bin Vince und präsentiere euch Growers Live. Heute befassen wir uns mit dem Thema, wie die richtige Genetik für den nächsten Grow-Durchgang aussuchen. Mittlerweile gibt es über 12.000 verschiedene Strains von über 600 Züchtern. Da ist wirklich die Frage, selbst für einen erfahrenen Grower, welcher Sorte er Platz und Liebe schenkt, nicht einfach zu treffen. Deshalb will ich euch heute zeigen, wie und wo ihr euch über Genetiken und deren Grundmerkmale informieren könnt oder sogar zum Teil Erfahrungsberichte anderer Gärtner mitlesen könnt. Und noch ein Tipp am Rande, als Anfänger fangt nur mit einer Genetik an, damit habt ihr schon genug zu tun. Um euch zu zeigen, wie ihr die richtige Genetik für euren Garten aussucht, will ich mir ein bisschen die Geschichte des Hanfs zunutze machen. Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Sie verbreitete sich mit Hilfe der Vögel und der Menschen um die ganze Welt und ist heute auf jedem unserer Kontinente vorzufinden. Der Mensch hat sich diese Pflanze auch schon vor einigen tausend Jahren zunutze gemacht und sie kultiviert, um die Samen wie die Fasern und auch die Blüten auf unterschiedliche Art und Weisen zu verwenden. Dieses Wissen ist aus zwei Gründen wichtig, wie ich finde. Zum einen wissen wir nun, dass Cannabis eine sehr anpassungsfähige Pflanze ist und sich hochwahrscheinlich in den letzten Jahren der Zucht sehr stark an die Indoor-Gärten auch angepasst hat. Zum zweiten hat die Wissenschaft in den letzten Jahren gezeigt, dass unsere Einteilung in Sativa und Indica und wie diese beiden wirken, also eher stoned oder high machen, nicht ganz richtig zu sein scheint. Wir haben gelernt, dass die Terpen, also die Duftstoffe und Aromastoffe, die in Cannabis vorkommen, im Zusammenspiel mit den Cannabinoiden dafür verantwortlich sind, wie sich das Wirkspektrum der Pflanze bei uns entfaltet. Also suche ich eher mal was mit einem Couchlock, also was Sedierendes, suche ich Terps, die in Richtung Migräne gehen. Nicht Migräne, es nennt sich Migräne. Will ich aber was mich mehr uplifting, also mehr belebt, suche ich was mit Limonele. In diesem Sinne erstmal einen schönen 24K Bananasplüff. Also, was haben wir bisher erfahren? Wir wissen, dass Cannabis mit über 12.000 Sorten eine unglaublich vielfältige Pflanze ist. Wir wissen, dass das Wirkungsspektrum stark von den Terpen beeinflusst wird. Also sage ich, ist für den Gärtner ist unglaublich wichtig zu wissen, welche Terpen wie wirken, um zu wissen, was für ein Gras er in seinem Garten anbaut. Jetzt aber mal echt genug Weed-Genörde und zurück zur Frage, wie finde ich unter 12.000 Strains die passende Sorte für meinen Garten? Also Leute, als erstes sollte man sich also die Frage stellen, was man beim Erntedankfest am Ende in den Gläsern haben will. Will man eher ein stark körperlich betontes High oder eher ein kopflastiges High? Will man eine starke Wirkung oder mehr eine mittlere Wirkung, vielleicht für ein Weed über den Tag? Der eine steht eher auf ein süßes Weed, der andere mehr auf was Erdiges oder mehr so mit Pine-Terps. Deshalb habe ich mir so 8,5 Punkte überlegt, wie ich euch vielleicht helfen kann, das ein bisschen einzugrenzen. Zum ersten ist es natürlich wichtig zu entscheiden, wollt ihr innen drin oder draußen anbauen, also Indoor- oder Outdoor-taugliche Genetiken. Bei den outdoor-tauglichen Genetiken ist es wichtig, darauf zu achten, dass sie eine gute Schimmelresistenz aufweisen. Dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, euch für die Art des Saatguts zu entscheiden. Reguläres Saatgut, feminisiertes Saatgut oder automatische Genetiken. Bei den regulären Saatgut ist es so, dass ihr Männlein wie Weiblein bekommt, aber ihr könnt anschließend mit diesen Männlein und Weiblein, die ihr im Garten stehen habt, eure eigenen Samen herstellen. Bei dem feminisierten Saatgut ist es so, da habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zwischen 98% und 99%, dass diese Pflanzen in eurem Garten alle weiblich werden. Der einzige Nachteil dabei ist, ihr könnt sie nicht mit einer männlichen Pflanze kreuzen, weil die Nachkommen dieser Pflanzen meistens Gensalat aufweisen, also Krüppel, Zwitterei, nicht zu empfehlen. Bei den automatischen Sorten liegt der Vorteil drin, dass sie unabhängig von den Lichtstunden im Sommer draußen blühen und somit auch in Regionen, wo der Sommer sehr kurz ist, fertig werden können. Der dritte Punkt ist natürlich die Wuchsform. Für die Indoor-Gärten empfehle ich klein bis mittlere große Pflanzen. Wer draußen Gärten hat, kann auch gerne großwachsende Pflanzen nehmen. Die sind innen drin bloß halt schwer zu handeln. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, das ist mehr eine persönliche Entscheidung, was für eine Länge der Blütephase ihr haben wollt. Es hat sich so gezeigt, dass viele Leute auf die Sorten zwischen 55 und 70 Tagen stehen. Das ist natürlich abhängig davon, wie lange ihr euch auch um euren Garten kümmern wollt. Dann ist natürlich auch die Wirkung entscheidend. Sucht ihr etwas, was mehr körperlastig oder mehr geistig aktivierend ist? Also da, habe ich euch schon erzählt, sind die Terpen entscheidend. Deswegen Terps, wichtige Sache für jeden Gärtner, sich mit zu befassen. Ein weiterer wichtiger Punkt natürlich, der Ertrag. Auf den Verpackungen der Breeder steht natürlich immer eine Angabe. Das ist aber immer gartenabhängig, also wie viel Licht ihr habt, welche Fläche ihr habt. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Es gibt Sorten, die so ein geiles Terpenprofil aufweisen und so eine gute Wirkung aufweisen, dass es irrelevant ist, wie viel ich davon am Ende habe. Ich will sie einfach haben. Und es lohnt sich definitiv auch Sorten mit weniger oder mittleren Ertrag in den Garten zu stellen, wenn sie ein geiles Wirkungsspektrum haben. Und dann natürlich
CBD- und THC-Gehalt. Manche mögen es so, manche so. Wie gesagt, alles persönliche Entscheidung. Sollten all diese Punkte euch nicht dabei geholfen haben, zu einer richtigen Auswahl zu kommen, könnte ja noch ein persönlicher Faktor das Zünglein an der Waage sein. Fangt mal an, euch über die Hintergrundgeschichten der Seedbanks und der Breeder zu informieren. Da sind viele tolle Geschichten zu entdecken, woher die Seedbanks ihre Genetiken, ihre Ursprungsgenetiken bezogen haben oder was für Philosophien sie vertreten. Deshalb empfehle ich euch, macht euch da mal selber im Internet ein bisschen schlau. Jetzt denken viele Anfänger unter euch, wie zur Hecke komme ich an die richtige Sensei-Genetik ran, die zu meinen Wünschen passt. Da es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt, empfehle ich euch, entscheidet euch für drei wichtige Merkmale, von denen aus ihr eure Suche im Internet beginnt. Als Grower fängt man normalerweise an, auf der Seite der Breeder sich die Informationen zu den Strains zu suchen. Hat man dann schon eine grobe Auswahl von Genetiken, die einen interessieren, gefunden und zusammengestellt, geht man tiefer. Dafür empfehle ich euch so Internetforen wie Strainbase und Seedfinder. Dort findet ihr richtig tiefergehende Informationen zu Aroma, Geschmack, Wuchsform, Ausprägungsarten. Da werdet ihr Informationen finden, die euch bei der Entscheidungsfindung definitiv helfen. Wenn ich jetzt in einem Land leben würde, wo ich meine Medizin legal für mich selber herstellen würde, würde ich mich jetzt auf die Strain-Suche begeben, nach einem Strain, der folgende Merkmale aufweist. Ich als ADHSler und Cannabis-Patient, ich suche was, was meinen Bewegungsdrang im Alltag deckelt, mich aber trotzdem noch arbeiten lässt und fokussiert durch den Arbeitstag kommen lässt. Da würde ich einen Strain suchen, der mich körperlich nicht sediert, der definitiv Terps hat, die aktivierend sind, also Limonell oder auch diese Terps, die so mehr in Richtung Lavendel gehen, die mag ich sehr gerne. Und würde ich anbauen dürfen, würde ich versuchen, einen Indoor-Garten aufzubauen, weil ich in dem Indoor-Garten die volle Kontrolle habe und ich nicht von den Naturgegebenheiten draußen abhängig wäre. Es ist wirklich schade, dass man, wenn man eine Auswahl getroffen hat, sich heutzutage noch nicht überall persönlich über diese Sachen austauschen kann. Wir sind aber gerade in Amsterdam, einer Stadt, wo man Seeds kaufen kann. Und deswegen habe ich eine richtig geile Idee für euch. Hey man, how's it going? Hey Manu. You conjured a stoner. Das ist Manu. Er lebt seit 3 Jahren in Amsterdam, kommt aus Italien und er hat einen richtig geilen Job gehabt. Er war Bartender und kennt sich damit auch mit Strains aus. Er hat nochmal eine andere Perspektive als ich auf die Sache und mit ihm will ich mich jetzt darüber austauschen, wie meine Selection ist. So, I want to know what you think about my selection. I heard you got a selection. Let's check your selection. Okay, let's go. What you got? You know, for my problems, I need a strain which is not that highest THC. CBD is not that interesting for me. Mm-hmm. And I told you about the terps that I like it cushy, earthy. It would be nice to know what you think or if you have some strains you would recommend to me. Of course, man. I know a good shop right here behind the corner, so we can hit that. And I was thinking about, you know, going between the OGs and some hybrids, shorelines, stuff like this. Yeah, okay. So, wie schön es doch ist in Amsterdam, dass man hier auch Seeds kaufen kann. Also wir sind jetzt hier in einem Seedshop angekommen, wo man unterschiedliche Genetiken kaufen kann. Und ich werde mich jetzt mal mit Manu mal so ein bisschen umgucken, ob wir hier was finden, was so in meine Richtung geht. I know you usually go for the cushions. Yeah. So if we want to look for something that is also a little bit activating, for sure we're gonna hit the hybrids. I'm really in love usually with the Strawberry Sour Diesel. Strawberry Sour Diesel, wo er meint, dass es mir hochwahrscheinlich sehr gut helfen würde. Und ist eine richtig geile Mischung. Verdammt, Strawberry Cuff, super geil mit Sour Diesel Classic. Und die Flowering Time, die geht vollkommen klar, 55 bis 60 Tage. Yeah man, sounds great, the Strawberry Cuff is great, man. Yeah. My next aim is gonna go on the shoreline. Okay. Because it's a 40% sativa and 60% indica, so you're gonna have that kind of a little bit couch locking vibe on your legs, but keeping your mind a little bit, you know, in the funny place. And so another thing, also noch eine andere Sache, Shoreline, ne, wie der Name schon sagt, das ist eine Pflanze, die sehr klein bleibt. Kurze Blütezeit, 55 bis 60 Tage und es ist eine 40 zu 60 Sativa Indica Mischung. Also der Junge weiß schon, was er sagt. Ich meine, als Bartender raucht man halt auch viel, ne? But let's have a look here, what's maybe also possible by the other breeders. So I'm more the cushy guy, so let's have a, what do you Pineapple see? Pineapple Kush, man. Die Pineapple Kush empfiehlt er mir, also oh, schon wieder geil. Also Terps, Pineapple, super fruchtig, sour, also das ist mehr so der Obstsalat. Gemischt mit der OG Kush, also ich glaube, wir bleiben hier ziemlich pushy. Sie wird mittel, klein bis mittelhoch, genau das, was für Indoor wichtig gewesen wäre. Eine gute Blütezeit von 7 bis 8 Wochen.
Der Sativa-Anteil ist ein bisschen geringer in diesem Fall, der liegt mehr bei 20% und Indica bei 80%. Relaxing, also könnte gut sein, dass es auch passt, ich bin mir aber da noch nicht so... I'm not totally convinced. You're looking convinced. For the more euphoric stuff. Yeah. Well, Northern Lights. Northern Lights, Classic. Hat sehr geile Terps, it have piney Terps. The effect would be also what you're looking for. Yeah. This is a kind of combination with so, the ice. Ich habe hier gerade einen richtig, richtig geilen Outdoor-Strain gefunden. Hier haben wir nämlich die Frisian Dew. Also wäre ich in einem Land, wo ich auch draußen gärtnern dürfte, wäre definitiv Frisian Dew eine Sorte, die bei mir reinkommt. Dieser Strain ist sehr gut gerade für diese nördlichen Bereiche, hier in Holland und Deutschland und England. Weil er sehr schimmelresistent ist und es gibt einen geilen Pheno, den Purple Pheno, sehr geile Terps, so ein bisschen Richtung Honig, habe ich gehört. Yeah man, so, was really nice. It was more than a pleasure. Es war wirklich geil, mal die Perspektive eines Budtenders auch auf die Auswahl einer Genetik zu haben. Eine Sache noch, bei Manu wird bald auch was richtig Geiles passieren. Er wird ein Format rausbringen. Living the Dam, Food und Stoner sind nicht zu trennen. Ich glaube, wir sehen uns wieder, Mann. Yeah, man. We're gonna see a lot of interesting stuff, so follow us and we're gonna have fun together.